Hallo allerseits, danke fürs Zuschauen. Ich komme heute zu euch mit einer Bücherrezension und fange dann direkt an. Nur ganz kurz für meine Freunde, die vielleicht eine Sehschwäche haben. Ich habe lange, dunkles, lockiges Haar, ein weißes Oberteil und ich stehe in meiner Küche. Das ist mein Hintergrund. Heute möchte ich euch ein kleines Buch vorstellen. Das heißt Crónica de una muerte anunciada von dem Autor Gabriel García Márquez. Wohlgemerkt Marquez und nicht Marquez, wie so oft. Ihr kennt ihn vielleicht von anderen viel bekannteren Werken wie Cien Años de Soledad, das ist 100 Jahre Einsamkeit, und El Amor en los Tiempos del Cólera, Liebe zu Zeiten des Cholera, auch verfilmt. Das Buch von heute ist Crónica de una muerte anunciada, Chronik eines angekündigten Todes von meine Ausgabe ist von De Bolsillo. Und es hat 137 Seiten mit relativ großer Schrift. Das heißt also, wie ihr wisst, ich mag schnelle, kurze Bücher, da meine Zeit nicht so viel hergibt. Gabriel García Márquez ist ein Nobelpreisträger und gehört somit zur Kanonliteratur, was ich nicht so oft befürworte. Jedoch ist dieses Buch empfehlenswert aus dem Grunde, dass ich finde, die Besonderheit ist zum einen, die technische Erzählweise reflektiert den wiedergegebenen Inhalt. Ich kann nicht so sehr viel, möchte nicht so sehr darüber sagen, weil sonst würde ich die Handlung vorweggeben. Aber es ist faszinierend, dass in so ein kurzes Werk sehr viel vermittelt wird, indem die Art und Weise, wie etwas erzählt wird, auch das reflektiert, was erzählt wird. Das ist schon mal ein Punkt, weshalb ich das sehr empfehlen würde. Der zweite Punkt ist, dass es um die lateinamerikanische Gesellschaft geht und ich würde es als ein politischer Punkt vom Buch beschreiben. Es geht um Justiz, Rasse, Klasse und Vorurteil und ich denke, es ist auf jeden Fall Themen, die sich in jeder Gesellschaft natürlich wiederfindet und jetzt dieses spezifisch dann als Kommentar zur lateinamerikanischen Gesellschaft. Der dritte Punkt und für mich der interessanteste Punkt ist der kulturelle Aspekt vom Buch. Und zwar, wenn man die Frage nachgeht, wie kann etwas geschehen, wenn der Ausgang doch schon bekannt ist und der Ausgang ist natürlich etwas Schlimmes. Wie kann es sein, dass es zugelassen wird, wenn man sozusagen die Unaufhaltsamkeit und die Wiederholbarkeit von Geschehnissen sieht. Ich denke, wenn man dieses Aspekt oder diese Frage als Denkanstoß hält, wenn man, während man dieses Buch liest und sich die Frage selber beantwortet, hat man dann schon ein ganzes Stück, ist man schon ein ganzes Stück weiter im Verstehen der lateinamerikanischen Kultur. Und falls ihr euch dazu entscheidet, ich wünsche euch sehr viel Spaß und bis demnächst. Tschüss!